Fußballfreunde, heute reagieren wir auf die peinlichsten Fails der besten Fußballer der Welt. Egal ob Neymars Schwalben, Erling Haalands Double Miss oder dieser schlechte Elfmeter von Lionel Messi. Aber rein geht's und starten tun wir mit einem gewissen Cristiano Ronaldo. Sü! Schlechtester Freekick aller Zeiten. Einmal. Oh. Einfach auf Philipp Lahm. Die Ein-Mann-Mauer. Das ist dir dann verdient, dass du verlierst. Wir sind bei den Most Oh nee. Die Latte, es war sogar noch knapp. Es war sogar noch knapp. Ah, das tut weh. Kylian Mbappé, auch der macht den doppelten Elfmeter-Mist. Zack, einmal. Da zeigt er schon. Oh je, oh je. Das passiert mir dann mal nicht. Oh, Retake. Aber der war vielleicht sogar noch auf der Linie, der Keeper. Aber der denkt sich so, ich mache nochmal. Und Mbappé denkt sich so, nee, nochmal verschieße ich nicht, Kollege. Aber wer weiß, er geht in die andere Ecke. Zack, an den Pfosten. Hält den an den Pfosten. Und den Nachschuss verdröppelt Mbappé übers Stadiondach. Guckt sofort nochmal zum Schiedsrichter. Und das hier ist eigentlich ganz lustig, wenn man da so hinzoomt auf diese Lippenbewegung. Mach das mal zu Hause. Ob er auch so lustig aussieht. Also ich glaube schon. Oh, warum habe ich eigentlich noch die Brille auf? Ich habe die vorhin für das IQ-Video gebraucht. Ne, die brauche ich eigentlich jetzt nicht mehr. Sergio Ramos, Curve-Turn geht da mal komplett schief. Und sie ergreift nur nach oben, zack. Aber was ist? Zack, Ball ist im Tor. Und Sergio Ramos hat es geschafft, dass Real Madrid ein Gegentor kassiert. Ja, Celta Vigo ist ja einfach bissig, ist willig und zieht durch. Sergio Ramos so, ja. Mein Fehler. Sorry. Raheem Sterling, Last-Minute-Miss. Der hat so viele davon gehabt, aber sie sind halt immer wieder lustig. Und wie Guardiola einfach 1000 Tode stirbt, ist jedes Mal genial. Ist das Micah Richards, glaube ich? Ehemaliger Man City-Spieler und er schreit schon. Ja! Oh, nee. Oh, ging nicht rein. Oh, je. Ist das wild. Alter Schwede. Und das, wie gesagt, die Besten kommen hier noch. Wir fangen gerade mal an und wir sehen hier so viele Superstars noch. Mo Salah als nächstes. Ein Elfmeter, drei Fehlschüsse. Bin ich jetzt gespannt. Was sehen wir da? Mind Games. Ja. Put mich off. James Maddison. Mach nur. Verkackt. Nachschuss. Latte. Dritter. Das gibt's nicht. Ich dachte, er verschießt jetzt drei Elfer in Serie, aber das ist ja fast noch bitterer. Hier einmal. Ah, den dritten. Den dritten trifft er dann mit rechts ganz schlecht. Aber weiß er selber, den will er machen. Neymar Junior, wir sind beim Diving Contest. Hoppala. Der Schwalbenkönig. Zack. Das ist ja alles bei einer WM hier, oder? Das hier gegen die Schweiz auf einmal wieder. Ja, da muss man sich noch viermal drehen. Und noch 17 Mal. Ja, die Gegner. Die Schweizer sind hier schon komplett tiltet. Zack, Neymar. Ja, schön abrollen. Oh. Und dann wieder umgesägt. Na, wieder. Zack. Berami. Der denkt sich ja komplett so. Ja, der haut sich doch jedes Mal nur hin. Aua. 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 Tu nicht so, Neymar. Aber... Das Ding ist ja, manchmal hat er sich dann auch wirklich schlimm verletzt, aber da hat sie mal keiner mehr geglaubt. Was ist das hier zum Beispiel? Gegen Serbien war das da, glaube ich, damals. Zack, ja. Der rollt 8 Minuten lang. Hier. Guck dir das mal an. Wie kannst du so lange überhaupt rollen, Bruder? Darwin Nunez, impossible missed. Gut, da hat er nicht nur einen. Da können wir jetzt eine ganze Compilation wahrscheinlich damit füllen. Zack. Oh. Vor allem, er macht das bis dahin richtig gut. Gibt auf und sieht wenigstens noch, dass sein Mitspieler das Tor macht. Aber der Lauf bis dahin ist ja Weltklasse. Nur dann der Abschluss, da ist er unglücklich. Hat noch Glück eigentlich, dass das Ding an den Posten geht und Salah das Ding irgendwie noch reinhaut. Okay, jetzt haben wir Puskas Worthy Goal von Jordi Alba. Aber ich glaube, das war ins eigene Tor. Oh ja, Victor Valdez. Komplett hochgenommen, der denkt sich auch nur so. Hätte ich wahrscheinlich nicht mal mit dem Hypersmile gehalten, aber hätte wenigstens dann noch eine bessere Figur damit gemacht. Link ist in der Beschreibung, wenn ihr den abchecken wollt. Aber das Trikot ist on fire, das Tor ist on fire. Fehlt einfach nur, dass es ja leider ins falsche Tor war. Aber Sekunde, war das zweite jetzt? Nee. Ach so. Die haben einfach sowas reingeschnitten jetzt, dass sie abgeklatscht haben. Es war das Verkehrte. Paul Pogba wird zum Torwart. Hand? Ja, oh. Schön. Schön beide Hände hochgerissen. Ja, der weiß er selber. Das war nicht so smart. Gibt natürlich den Elfmeter. Pogba. Bitter, aber... Oh. Hoppala. Die Handgeste hier. Pogba sieht das natürlich im Hintergrund. Denkt sich auch nur so. Nimm mich nur hops, dann nehme ich dich hops. Selfish and double miss. Harry Kane.
Ja, natürlich, aber als Torjäger willst du den machen. Zack, und dann den zweiten, dass er den nicht reinhaut. Das tut so weh. Gegen Kroatien. Also, ganz, ganz wilder Hase bei der WM und bei Harry Kane. Harry Benzema. Doppelter Elfmeter-Miss gegen Herrera. Zack, er schießt nach unten rechts und den hat er. Wird er wiederholt oder gibt es noch einen Elfer? Ne, 5 Minuten später. Wieder ist es Rodrigo. Der holt 2 Elfer in 5 Minuten raus. Ist auch keine schlechte Ausbeute. Herrera, dieses Mal zeigt er in die andere Ecke. Was macht der Benzema? Ich glaube, er schießt nochmal in die andere Ecke rüber. Ja, 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 Herrera, dieses Mal geht er trotzdem in die gleiche Ecke. Das ist ein Teufelskerl. Und Karim weiß, da hilft nur auf Krikot in den Mund nehmen und dann einfach hoffen aufs Beste. Hoppala, Haaland, Haaland! Einmal, komm, nein! Haaland! Oh. Nein, 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 nein. Den verhaut er nicht oft. Der ist ungeschenkt. Also da kann Nottingham Forest jedes Gebet an Gott oder an wen auch immer nach oben schicken. Denn also so einen Lack bekommst du nie wieder. Lionel Messi, Penalty Disaster. Verschossen und dann auch noch den Kopfball weit gesetzt. Nein, Flugkopfball. Zack, leeres Tor und dann liegt er so da. Warum? Warum habe ich das getan? Wo ist denn die Leertaste? Ich will weiter gucken, aber ich sehe nichts, Freunde. Das ist halt das, wenn man so, ne? Ja, genau. Richarlison celebrating too early. 93. Minute. Ball ist im Tor. Und Richarlison dreht komplett am Rad. Zieht das Shirt auf und denkt sich, ich habe das Ding gewonnen. Ich habe es gemacht. Ich bin ein Macher. Und macht auch noch zu den Gegnern. Oh, mit einem Huhnjubel, ganz, ganz bitter. Und dann, wenn du das Ding dann noch kassierst. Diogo Jota, bleib mal ruhig, Freunde. Bleib mal ruhig, nix da, 3-3 Ausgleich. 4-3 und Richarlison, du kannst mal wieder komplett einpacken, Bruder. Ja, ja, schnell weg in die Kabine. Antoine Griezmann mit einem unmöglichen Fehlschuss. Natürlich bei Barca, bei wem denn sonst? Oh, ja, ja. Der war schwerer nicht zu machen, als zu machen. Real Talk. Aber mit den Zöpfchen, ganz kriminelle Frisur gewesen. Ganz, ganz kriminelle Frisur gewesen. Lewandowski, auch der hat einen Impossible Miss. Zack. Oh, oder? Ja, ich glaube. Oh. Aber dass der so einen verlegt hat, mir fällt schon wieder ein, aber das ist wild. Das kannst du niemandem erzählen. Alvaro Morata, 200%ig in einem Spiel verballert. Die 29, zack, den ersten mit dem Kopf. Den muss er besser setzen, natürlich, aber der war zumindest nicht komplett. Aber für einen Stürmer, nee. Aber im gleichen Spiel kannst du es nicht machen. Nicht zwei, Alvaro. Das geht nicht. Das ist schon peinlich. Aber gut. Er ist immer noch Profifußballer, ne? Aber zack. Mike Dean zeigt auf den Punkt. Martinez will, dass Ronaldo das Ding macht. Lass Ronaldo schießen. Ne, Bruno Fernandes schießt. Macht sein Sprüngchen. Und wir wissen es, der geht nicht rein. Ne, macht sein Sprüngchen gar nicht. Zack, knuspert Vollgas durch. Und drüber, in den Himmel. Und Emi Martinez ist wieder der Mann, der feiert. Der Kerl ist happy. Wieder etwas mal, natürlich. Let's go. Luis Suarez. Oh, gegen Chiellini. Der Biss. Ja, auf den. Ja, 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 den. Den müssen wir wieder mal sehen, endlich. Wie legendär ist das, bitte. Chiellini hat jetzt auch seine Karriere beendet. Was ist das? Wie kommst du auf die Idee? Wie kommt man auf die Idee, dass man den Gegner hier einfach beißt? Also, was habe ich ja noch... Real Talk, das ist peinlich, aber sowas von lustig. Marco Verratti. Gelbe Karte dafür oder was? Wegen unsportlichen Verhalten? Die wollte er doch gar nicht. Das wusste er nicht. Das wollte er. Oh, das war, glaube ich, gar nicht so böse gemeint. Aber der kann selber ja nicht fassen. So, warum? Warum? Ja. Und der Maxwell erklärt ihm, weil du ein Vollidiot bist. Mach sowas doch nicht. Wir sind 8-1 vorne wahrscheinlich, weil wir Paris Saint-Germain sind. Und dann haben wir Thomas Müller. Ja, komm. Der zeigt uns die schlechteste Ecke aller Zeiten. Damit haben wir auch Schalke in dem Video vertreten. Yes! Endlich! Geht mal was auf bei Schalke. Denn, ach, Thomas Müller, was machst du, Bruder? Das war,
Thomas Müller ist einfach ein lustiges Kerlchen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du lachen musstest, wirst du auch bei dem hier lachen müssen. Also hier klicken. Und wir sehen uns dort gleich wieder.